Riesenbaby. Oh Mann, ich komme da nicht ran. Wenn du größer wärst, würde es nicht passieren. Okay, aber ich bin sehr klein und selbst wenn ich wachse, wäre ich niemals so groß wie der Baum. Wenn du die Gigafrucht essen würdest, wärst du gigantisch. Die Gigafrucht? Das ist eine magische Frucht. Sie wächst irgendwo versteckt an einem magischen Baum in der Tutti-Frutti-Bucht. Und wieso habe ich davon noch nie gehört? Das haben wir aus dem Internet. Angie, du musst eine Gigafrucht essen. Wenn du riesengroß bist, kannst du besser ernten. Aber wie finde ich sie? Jetzt rufen wir es mal Dottie an. Seht ihr, Spot ist der beste Schnüffler auf der Welt. Er hat einen super Geruchssinn und findet alles. Da, er hat etwas entdeckt. Oh, so ein winziger Baum. Ist das der magische Baum? Seht nicht mich an. Okay, Angie, isst die Gigafrucht. Oh, Erdbeben! Oh. Es ist gigantisch! Wow! Ja, dieses Jahr haben wir... Wow. Sie ist riesig! Angie ist ein Riese! Babys. Vorsicht, du trittst auf mich drauf. Hallo, Pom. Sei vorsichtig, du zerquetscht mich. Mama Mia, Angie, du bist ein echtes Riesenbaby. Riesenbaby? Das mag ich. Ja, siehst du, du hast keine Probleme mehr beim Ernten. So gigantisch zu sein ist das Beste. Angie hat wohl die Gigafrucht gegessen. Naja, sie sollte aufpassen, denn gigantisch zu sein hat Vor- und Nachteile. Angie, lass die Bursche in Ruhe, du machst sie kaputt. Aber euer Spielzeug ist zu klein für mich. Was war das? Mein Magen, ich hab Hunger. Essen ist fertig. Dann lass uns zusammen essen. Ich verhungere. Wow, sie hat alles aufgegessen. Ich bin größer, also muss ich mehr essen. Babys, wir müssen etwas tun. Stell dich vor, sie muss niesen. Dann landen wir wohl auf dem Mond. Aber wie machen wir sie wieder klein? Ganz einfach. Sie muss eine Minifrucht essen. Das war's. Eine Minifrucht? Das ist wie die Gigafrucht, nur umgekehrt. Und wie finden wir sie? Spot, such! Oh. Für einen Minifruchtbaum ist das mega groß. Und auf geht's! Okay, Angie, iss das. Aber ich bin gern groß. Ja, aber mit einem Riesen zusammenzuleben ist kompliziert. Es ist Zeit, dass du wieder du selbst wirst. Ich sagte nein. Ich will nicht klein sein. Vorsicht, das Riesenbaby kommt. Ich will groß sein. Magic Tears Jelly. Hilfe. Baba. Oh nein, Angie. Wow, das sind Mega-Jellies. Oh nein, das ist meine Schuld. Ich muss etwas unternehmen. Ha! Pass auf, Daisy! Riesenbaby, Riesenbaby, komm doch zur Ruhe. Riesenbaby, Riesenbaby, setz dich hin und mach die Augen zu. Angie, schau, was du getan hast. Wow, war das alles ich? So riesig zu sein, ist vielleicht toll für dich, aber gefährlich für den Rest von uns. Du hast recht, verzeih mir. Aber bevor ich wieder klein werde, will ich noch etwas machen. Wie gut du bist, Angie. Yeah! Das ist die Angie, die wir lieben. Du bist die Beste. Hallo? Oh, haben wir noch Mini-Früchte übrig?
heute wird unvergesslich. Friends, forever friends. Today for you, tomorrow for me. Hey, gehst du heute auch zu dem Konzert von Daisy, die Queen of Pop? Hey, haben wir nicht Verstecken gespielt? Ich liebe Verstecken. Hm? Wollen wir spielen? Angie, wir kommen zu spät zum Konzert. Spiel mit mir, bitte. Wir kommen pünktlich. Through thick and thin, friends, to the end. Ein einziges Spiel und dann gehen wir alle zum Konzert. Na gut, weil du meine allerbeste Freundin bist. Ich hab dich lieb, Grace. Magic Tears Jenny. Hola, Jenny. Sie haben die Bühne im Wald aufgebaut. Kein Baby sollte dein Konzert verpassen, Daisy. Oh, Lizzie, du bist die beste Managerin auf der Welt. Das Konzert heute wird wundervoll. Na klar. Wenn ich fertig gezählt habe, suche ich euch. Wer den Pfahl berührt, bevor ich ihn sehe, gewinnt. Okay, Babys? Okay. Einverstanden. 20, 19, 18, 17, 16. Da sind Nessie und Foxy. Hi, Babys. Hi, Freunde. Wir spielen Verstecken. Hilft ihr uns beim Verstecken? Na klar. Jetzt war's. Danke, Foxy. Jetzt bin ich dran. 3, 2, 1. Ich komme. Schummeln. Es zählt nicht, wenn man sich helfen lässt. Los, Jellies, helft mir, sie zu finden. Hab dich. Zu dieser Jahreszeit hängen die Wolken nicht so tief. Hab dich. Und jetzt finden wir Grace. Für mich und alle Babys. Aber wie hat sie das gemacht? Und? Gehen wir jetzt los zum Konzert? Nein, Grace. Jetzt musst du nach uns suchen. Es ist mir eine Ehre, Daisy, der Queen of Pop, helfen zu können. Kannst du für mich singen? Natürlich! Friends forever friends. Friends forever friends. Hab dich! Hab dich! Oh! Ich muss Angie finden, bevor Daisys Konzert anfängt. Wow, es ist wundervoll! Die perfekte Bühne für dich, Daisy. Aber nun, bevor du auftrittst, brauchst du dein Make-up. Vorsichtig mit meiner Haut, sie ist sehr empfindlich. Keine Sorge, ich benutze nur Erdbeerpflege und Fruchtcremes mit Tutti-Frutti-Aromen. Pia, hilf mir. Ich spiele Verstecken mit Grace und ich brauche ein gutes Versteck. Ein was? Ah, oh nein, das Konzert geht los. Und Grace wartet dort bestimmt schon auf mich. Oh, sie wird bestimmt sauer auf mich sein. Ich muss los. Tschüss, Pia. Wow. Voila. Wow, du siehst toll aus. Daisy, noch 10 Minuten. Ich widme dieses Konzert dir, Dottie. Ich danke dir. Deine Songs berühren mich so. Angie, ich gebe auf. Und nun... Herzlich willkommen, Daisy, die Queen of Pop. Oh nein, das Konzert geht los. Bestimmt ist Angie dort. Angie, warte auf mich. If you feel like a drop in the sea. Nein, hier ist sie auch nicht. Ich muss weitersuchen. Hi, Freunde. Habt ihr Angie gesehen? Nein, tut mir leid. Vielleicht ist sie drin, aber da kommst du nicht rein. Es ist voll. Aber ich muss... Oh? Durch. Okay, keine Sorge, Freunde. Ich werde sie weiter suchen. Vielen Dank. If you feel like a drop in the sea, dance, dance, dance hard, facing life without fear. Wow. Dance, dance, dance hard, facing life without fear. Grace. Okay, wir haben einen Überraschungsgast. You'll always find a new opportunity. Friends forever friends. Friends forever friends. Through thick and thin. We're friends forever. Crying
vorsichtig. Wie gruselig. Da sind zu viele Früchte und das Fahrrad hat bloß ein einziges Rad. Magic Tears Jelly! Um ein gesundes Baby und Löwenstark zu sein, folgen nur dem Rat von Helmi, dem Clown. Manchmal willst du Süßigkeiten, es ist doch aber doof. Iss doch lieber einen Apfel, Mandarine noch dazu. Pass auf deine Zähne auf und auf deinen Bauch. Esse immer etwas Obst, fünfmal am Tag. Kirschen und Bananen, Ananas und Beeren. Das wirst du richtig lieben, gesunde Leckerei. Aber du hast sie alle gegessen. Ich bin todmüde. Ich werde meine Wiege eine ganze Woche nicht verlassen. Oh, was ist mit der Windmühle los? Nancy, könntest du bitte nachschauen, was da los ist? Ich könnte, aber ich bin so müde. Ich fliege. Oh, naja, fast. Guck mal, die Windmühle macht komische Sachen. Vielleicht ist die Windkraft zu... Nein, es liegt am Zuckerspiegel. Das ist nicht wahr. Doch, ist es. Ich zeig's dir. Hi, Nancy. Hä? Könntest du ein Foto von uns machen? Tutti Frutti. Diese Jellies sind so frech. Ich habe eine Idee. Nimm das. Du kannst sie einfangen und zu den Obstbäumen bringen. Ich glaube, ich brauche ein Nickerchen. Siehst du? Problem gelöst. Du musst mir nur ein bisschen vertrauen. Die Windmühle läuft ganz normal. Ich glaube nicht. Schau mal aufs Radar. Es erkennt seltsame Dinge. Pom, was hast du gerade angefasst? Ich habe nichts getan. Lass mal sehen. Ich kriege das sicher wieder hin. Keine Sorge, Nancy. Wir müssen auf den Gelee-Trick zurückgreifen. Die Jellies sind verrückt nach Gelee. Öffne dieses Glas und sie springen hinein. Aloha. Dum dum. Nancy, kannst du uns dabei helfen, einen Blumenstrauß zu machen? Lauf! Hilfe! Siehst du, Angie? Das Radar funktioniert wieder. Aber die dekontaminierende Luft aus dem Tor sinkt zu stark ab. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, wer hätte das gedacht? Kopf hoch, Nancy. Dank dir konnte ich mich erholen. Und jetzt können wir einen Plan machen, wie wir die Jellies einfangen. Alarm, Alarm! Die Jellies sind in der Leckereifabrik. Oh nein, was sollen wir jetzt nur tun? Nancy, wohin willst du? Was ist hier nur los? Hört auf! Nancy! Nana? Die Jellies sind von der Musik hypnotisiert. Das ist fantastisch. Eine tolle Idee, Nancy. Sehr gut, Nana. Danke, Nancy. Du bist die Beste. Ich sagte doch, ich repariere es. Pom, du hattest am Ende doch recht. Wirklich gut. Du bist die Beste. Cry Babies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Hi, Babies. Das
das Tutti Frutti Parfüm. Nein, nicht noch mehr Traube. Dieses Parfüm braucht alle Früchte. Lass mich mal sehen. Keine Erdbeere, Banane habe ich schon. Ja, Orange. Ich brauche mehr Orange. Vertrau mir, ich bin der beste Parfümersteller in der Tutti Frutti Buch. Oh nein, Nancy, du bist so ein Tollpatsch. Wo war ich? Mal sehen. Es ist perfekt. Es riecht nach allen Früchten. Ich nenne es das Tutti Frutti Parfüm. Nein, nein, das ist nur für Babys. La 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 la. Das riecht so gut. Was ist das? Ich will's auch. Das ist das Tutti Frutti Parfüm. Das Parfüm habe ich selbst gemacht. Was riecht hier so gut? Das ist mein Tutti Frutti Parfüm. Das muss ich probieren. Kann ich's haben? Hey, ich war zuerst. Erst ich. Nein, ich. Aber ich habe nichts mehr. Was? Nein, es riecht so gut. Ich möchte auch gut riechen. Geh nicht, der Geruch soll hier bleiben. Ah! Oh. Du musst mir helfen zu entkommen. Na. Bitte. Tut mir leid, dass ich dir nicht vom Parfüm gegeben habe. Das nächste mache ich dann nur für dich. Natürlich, Nancy. Wir gehen ins Fläschchental. Komm mit. Sie kommen. Der Geruch verschwindet irgendwo hier. Wir holen uns das Parfüm, Tutti Frutis. Hilf mir bitte. Oh, entschuldige. Was ist los? Die Tutti Frutti verfolgen mich und ich werde diesen Geruch nicht los. Ich habe ein wundervolles Parfüm gemacht und jetzt wollen sie es auch haben. Zum Glück habe ich daran gedacht, hierher zu kommen. Hier wird der Geruch intensiver. Schnell, sonst entkommt sie. Sie kommen! Bitte versteckt mich! Ich habe eine Idee. Keine Sorge. Ha! Schnell, da rein! Danke, Foxy. Sei ganz still. Sie kommen. Was macht diese Badewanne hier? Darin baden wir unsere Tierchen. Hier riecht es irgendwie nach Tutti Frutti Parfüm. Vielleicht bin ich das. Nein, nein, stopp. So verlieren wir unsere Spur. Wir suchen nach Grace. Sie hat ein Parfüm. Grace? Wer ist Grace? Ich kenne keine Grace. Ist sie bei der beflügelten Nachbarschaft? Natürlich, die beflügelte Nachbarschaft. Danke. Ich komme mit euch und bringe ihnen Kuchen. Oh nein, sobald sie bei der beflügelten Nachbarschaft sind, sehen sie, dass ich nicht da bin. Und dann verfolgen sie mich wieder. Keine Sorge, aber warum machst du nicht mehr Tutti Frutti Parfüm für alle Babys? Für alle Babys? Das dauert einige Tage, vielleicht sogar Wochen. Und wenn wir dir helfen? Dann schaffen wir es an nur einem Tag. Toll! Auf geht's zu Tutti Frutti Bucht. Zuerst 3 Tropfen Melone. Jetzt 1 von der Banane. Nur 1. Wird es wohl gut? Es schmeckt nach Parfüm. Ja, natürlich. Es riecht so gut. Ich nehme noch ein bisschen mehr. Nein, 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 so nicht. Wie war das noch? Sie kommen. Wie läuft es mit dem Parfüm? Furchtbar. Bringt mir Pfirsich, Traube und Melonessenz. Au! Oh nein, wir werden es nicht schaffen. Nancy, erinnerst du dich ans Rezept? Was meinst du mit, du hast es erfunden? Ich habe doch aber... Okay, okay. Du hast es erfunden. Kannst du mir helfen? Ich habe noch nie gesehen, wie ein Team Parfüm herstellt und auch noch so koordiniert. Sie macht das beste Parfüm in der Tutti Frutti Bucht. Hey, da ist sie. Wir lieben dein Tutti Frutti Parfüm. Hast du nicht wenigstens einen kleinen Tropfen für uns? Es riecht so gut. Ich liebe das Tutti Frutti Parfüm. Nancy, es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Du hast mich gerettet. Danke. Magic Tears Jelly! Hey, mein Tutti-Frutti-Parfüm! Ich hatte nicht mal Zeit, um etwas aufzutragen! Keine Sorge, ich mache euch, was ihr wollt. Solange Nancy es mir beibringt, natürlich. Ah.
Das sind die Erdbeeren, die ich dieses Jahr zeigen werde. Damit gewinnst du den Wettbewerb. Genau, die sind wundervoll. Wundervoll? Seht euch das mal an. Wow, wie cool. Sie ist so groß wie ein Haus. Sie sieht aus wie die Sonne. Ich habe 3 Jahre in Folge gewonnen. Und dieses Jahr werde ich wieder gewinnen. Wollt ihr sie sehen? Ich würde euch Selfies damit machen lassen. Oh, es wäre ein Wunder, wenn meine Erdbeeren dagegen eine Chance hätten. Ein Wunder? Das ist ja wie Magie. Ah, weißt du, wo wir viel Magie finden? Hm? Am Fantasy Mountain. Los, komm! Wow! Tina, wir brauchen dich. Hallo. Wir wollen, dass unsere Erdbeeren super groß werden. Keine Sorge, seid gespannt. Das Richtige ist gleich zur Hand. Ein magischer Pflanzendünger. Ih, der riecht echt übel. Bah, das stinkt furchtbar. Ja, aber nur 2 Prisen dürfen es sein. Sonst geht euch eure Ernte ein. Unheimlich. Oh? Danke, Tina. Los, lass sie uns direkt düngen. 1 Prise und 2 Prisen. Oh, aber das war zu wenig. Gib das mal her. Aber Tina sagte 2 Prisen. Von 2 Prisen werden sie aber bestimmt nicht groß. Aber wenn wir zu viel nehmen, könnte etwas Furchtbares passieren. Glaub nicht alles, was man dir erzählt. Hey, was hast du getan? Viel hilft viel. Die wachsen ja gar nicht. Das hat nicht funktioniert. Ich gehe schlafen. Okay, also gute Nacht, meine kleine Frucht. Mama Mia, was sehe ich da? Guten Morgen. Was? Dieses Jahr gewinnst du den Wettbewerb. Yay! Ja! Warte. Wie wollen wir die transportieren? Der Wettbewerb ist am Strand. Wir müssen die kleine Beere hinbringen. Das ist mehr als eine kleine Beere. Das ist eine Riesenbeere. Also, vielleicht hat sie sich ein bisschen bewegt. Tina hat es uns ja gesagt. Und etwas Furchtbares ist passiert. Sie ist unmöglich zu bewegen. Entschuldige, ich nehme bei allem lieber ein bisschen mehr. Lieber zu viel als zu wenig. Wir müssen die Fantasy rufen. Nur 2 Prisen. Jetzt braucht ihr wohl einen Karren, ihr Narren. Es war Poms Schuld. Dollar-Babys! Wir geben unser Bestes. Ja! Geht es euch gut? Wir müssen uns geschlagen geben. Die Beere ist wie angeklebt. Was tun wir, dass sie sich bewegt? Ich habe eine Idee. Helft mir. Ich muss gleich weinen vor Lachen. Los, Babys. Der Plan ist, dass die Jellies uns helfen, die Erdbeere zu bewegen. Magic Tears Jelly. Auf geht's, Jellies. Schiebt. Nicht obendrauf. Drunter. Egal ob unter oder auf. Die Jellies hören nicht darauf. Oh nein, wir sind spät dran. Wir schaffen es nicht pünktlich zum Wettbewerb. Und der Preis für die kleinste Frucht geht an Grace. Yeah! Und nun, der letzte Preis des heutigen Abends. Sehnsüchtig erwartet, die größte Frucht. Wie komisch. Wo ist Ella? Sie hat sich so auf den Wettbewerb gefreut. Schon okay. Sie ist nicht hier, weil sie wusste, dass ich gewinnen werde. Oh, Pia wird gewinnen. Keine Sorge. Die Jellies gehen, wohin sie wollen. Ich hab's. Wir können sie mit Musik locken. Kommt schon, Jellies. Bewegen wir uns. Sugar, Sugar, Happy. Los geht's. Schiebt alle an. Es funktioniert. Und der Preis für die größte Frucht geht an... Ich, komm schon, sag es endlich. Hey. Entschuldigt die Verspätung. Ach du Schande. Gewonnen hat Ellas Super-Mega-Erdbeere. Gratuliere, Ella. Du hast die volle Punktzahl. Deine Erdbeere ist beeindruckend. Hey, Hilfe! Nein! Erdbeerlawine! Meine arme, zerstörte Erdbeere. Sei nicht traurig, Ella. Ich muss dir etwas sagen. Die Wahrheit ist, dass die Fantasy uns mit ihrer Magie geholfen haben. Der Preis gehört dir. Mach dir keine Sorgen um den Preis und sieh es mal positiv. Mit all dem hier können wir 100 leckere Desserts machen. Ich mache Eiscreme. Ich möchte einen Kuchen machen. Ich mache Fruchtgummi. Thank you.
Apfel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Der sieht lecker aus. Leckeres Ding, komm her zu uns. Wir wollen dich essen. Einen Bissen für jeden. Vorsicht! Ein Alien! Bah! Ekelhaft! Hör mal, kleiner Wurm. Wenn du dich einfach so ohne Erlaubnis in unseren Äpfeln versteckst, könntest du gegessen werden. Das war's. Du musst verschwinden. Hä? Was ist denn los? Mir wird schwindelig. Okay, kleiner Wurm. Geh. Er kann nicht gehen. Was? Aber du wolltest doch eben noch, dass er geht. Okay, aber der Wurm lebt in dem Apfel. Es wäre falsch, ihn aus seinem Haus zu jagen. Na gut, wenn du das so möchtest. Hi, hübscher Wurm. Ich verstehe nicht, was ein Wurm bei einem Picknick macht. Ich mag ihn, er ist lustig. Nein, Grace, mit einem Wurm zu essen ist irgendwie eklig. Naja, sie sind jetzt gute Freunde. Wow, so viele Würmer? Wie kannst du so eine große Familie haben? Und du bringst sie alle zur Tutti Frutti Bucht? Aber wo sollen sie denn alle leben? In unseren Früchten? Aber das ist nicht möglich, Wurmi. Früchte sind die Grundlage unserer Welt. Ja, Meister. Unsere Früchte gehören dir. Dein Papa hier, deine Mama da, dein kleiner Bruder dort. Was tust du da? Ich reserviere Plätze für Wurmis Familie. Aber das sind unsere Orangen. Genau, wir brauchen sie für den Cry-Juice. Also ist es wichtiger, Cry-Juice zu trinken, als dass Wurmis Familie ein Zuhause hat? Entschuldigt, ich hab zu tun. Was ist mit Angie los? Sie benimmt sich komisch, seit sie den Wurm kennt. Du übertreibst, sie ist genauso wie immer. Aber was machst du da auf dem Boden, Angie? Wurmi möchte sich sofort bewegen. Magic Tears Jelly! Halt durch, Wurmi! Ich komme! Keine Sorge, ich bin schon da. Hey, es ist okay. Irgendwie ist das alles seltsam. Ich weiß, die Jellies machen dir Angst. Du willst, dass sie gehen? Das sind Jellies und sie leben in dieser Welt. Werfen wir die Jellies raus aus der Tutti-Frutti-Bucht. Ja, Meister. Aha, ich wusste, dass hier etwas vor sich geht. Dieser gemeine Wurm hat dich hypnotisiert. Gib uns den Apfel. Nein, Wurmi, ich werde dich beschützen. Hol Angie sofort aus der Hypnose. Du wirst hier niemanden mehr hypnotisieren. Enthypnotisiere Angie oder du bleibst bei den Jellies. Was ist passiert? Da bist du ja endlich wieder. Der Wurm hat dich hypnotisiert. Er wollte all unsere Früchte für sich. Wir müssen ihn aus der Tutti-Frutti-Bucht jagen. Nein, Babys, wir können ihn nicht rauswerfen. Er sucht ein Zuhause für seine Familie. Das stimmt. Seine Absichten waren gut. Ich hab's. Wir können jedem Wurm eine Frucht geben, um darin zu leben. Das ist eine gute Idee. Wurmi sagt Danke. Tschüss, Wurmi. Ich hoffe, alles läuft gut mit deiner Familie und eurem neuen Zuhause. Cry Babies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und magischer Hand.
Baby, das die meisten Früchte geerntet hat, ist... Ella! Du bist die Beste! Herzlichen Glückwunsch! Danke, danke. Ich lade euch zu einem super Craze-Movie ein, um zu feiern. Ja, toll! Wir warten bei der Strandhütte. So kann ich noch ein kleines Nickerchen machen. Betty, bitte hilf mir. Ja, ja, das schaffe ich schon. Hey, brauchst du Hilfe? Nein, nein, ich hab's unter Kontrolle. Aua! Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Was? Tut mir leid, aber der Abdruck in deinem Gesicht, er hat die Form eines Smoothies. Welcher Abdruck? Wie peinlich! Jetzt bin ich nicht mehr das Baby, das am meisten Früchte erntet, sondern das tollpatschigste. Keine Sorge, wir müssen nicht verraten, was passiert ist. Hi, Babys, wir sind hier. Wir haben die Cry-Smoothies. Was ist mit dir passiert, Ella? Auweia! Naja, also ich hatte, ich bin ganz plötzlich gegen etwas gelaufen. Ein Monster. Ein Monster? Ein was? Welches Monster? Ein Monster, das, das Birnenmonster. Das Birnenmonster? Ja, es hat mich von hinten angegriffen. Aber mit meinem Karate-Tritt, habe ich es verjagt. Wow! Wie stark! Super mutig! Und was ist das Birnenmonster? Ist es gruselig? Naja, es stinkt, weil es faulig ist. Ich muss mich übergeben. Hast du es gesehen, Nana? Nein, als ich ankam, war es weg. Oder, Ella? Ja, obwohl es gigantisch und schwer ist, ist es super schnell. Wow. Und hässlicher als ein Troll nach dem Aufwachen. Es ist so groß wie 5 Babys übereinander gestellt. Ich hörte, dass die Früchte, die es berührt, sofort verfaulen vom bloßen Anschauen. Wie gruselig. Ich habe gehört, dass es mit einem großen Schritt ein Erdbeben auslöst. Und es kann fliegen. Und wenn es will, kann es die gesamte Ernte zerstören. Ich habe echt Angst. Zum Glück gibt Ella heute Nachmittag Karateunterricht. Karateunterricht? Ja, so können wir uns dem Birnenmonster stellen, wenn es zurückkommt. Wenn es zurückkommt. Ja! 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 Und wenn es von hier kommt? Ja! 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 Hey Ella, ich habe eine Frage zum Birnenmonster. War es eine Bartlett-Birne oder war es eine Goldbirne? Ich glaube, Bartlett. Und warum hast du einen Smoothie-Strohhalm-Abdruck im Gesicht, wenn du von dem Birnenmonster angegriffen wurdest? Weil das Birnenmonster ein Strohhalm als Schwert benutzt. Wirklich? Benutzt es nicht einen Bogen und eine Nussschale als Schild? Wie viele Hände hat es? Darf ich deine Gedanken lesen? Hä? Du hast die Cry-Smoothies aus der Fabrik geholt und... Stopp! 5 Minuten Pause. Kia! Kia! Warum willst du mich so bloßstellen vor allen anderen? Das ist es nicht. Es ist nur so, dass manche Angst haben vor deinen Geschichten. Ich möchte nur, dass du ihnen die Wahrheit sagst. Kein Birnenmonster wird sich hertrauen. Tschüss, Babys. Wenn das Birnenmonster weg ist, komme ich zurück. Bitte sag ihm nicht, dass wir beim Fantasy Mountain sind. Hey, warte auf uns. Siehst du? Du hast recht. Ich muss ihnen die Wahrheit sagen. Auch wenn alles, was du dir ausgedacht hast, echt lustig war. Ein Strohhalm als Schwert. Danke, Mama. Magic Tears Jelly! Hi, ich muss euch was sagen. Das Birnenmonster... Das Birnenmonster! Was? Das Monster? Wo? Da! Ah! Das Birnenmonster! Ah! Los, wir kriegen es! Auf geht's! Diese Jellies. Um die kümmere ich mich. Pass auf, Birnenmonster! Ja! Ha! Ha-ja! Yeah, du hast es geschafft! Was machen die Jellies denn hier? Ich wollte euch sagen, dass ich alles nur gefunden habe. Diesen Abdruck habe ich von den Cry-Smoothies. Verzeiht ihr mir? Natürlich! Wollt ihr etwas Birne? Diese Jellies. Cry babies, magic.
Jellies, lebendige Tränen. Yeah! Es riecht echt gut hier. Und die Quiet Juices sind so lecker. Noch ein. Es ist nur, also, es gibt keine mehr. Was? Es ist alles leer. Wie kann es sein, dass es keinen Quiet Juice mehr in der Tutti Frutti Bucht gibt? Das ist, als gäbe es keine Fläschchen mehr im Fläschchental. Was? Au! Oh, aber keine Sorge, Conny. Wir können neuen machen. Wirklich? Wow! In der Leckereifabrik? Und können wir die Mischbehälter sehen? Na klar. Yay! Wir wollen alles mischen. Oh, oh, ja! Oh. Geht weiter. Das ist die Desinfektionstür. Desinfektion erledigt. Wow. Das ist die Kuppel. Wow. Das ist der Fruchtkontrollmonitor. Wow. Und das ist der erlesene Duft von Früchten. Wow. Folgt mir. Hey, jemand sollte das hier sauber machen. Wow. Warte, es wird noch besser. Die Mischbehälter. Zeigt her, zeigt her. Zeigt her, zeigt her. Ich will es genauer anschauen. Und? Funktioniert es mit jeder Frucht? Wird den Früchten schwindelig? Kann ich es mitnehmen? Ja, nein, auf keinen Fall. Lasst uns Quiet Juice machen. Zuerst müssen wir entscheiden, welchen Quiet Juice wir machen wollen. Banane. Nein, Brombeere. Nein, Apfel. Nein, Banane. Apfel. Brombeere. Wie wär's, wenn wir das alles mischen? Halt, der Quiet Juice wird noch besser mit dem Fruchtlied. Erst die Banane, was für eine tolle Frucht. Dann die Brombeere mit ihrem süßen Duft. Ein Apfel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wir machen jetzt den Saft draus. Quiet Juice ist ein Fest. Yeah, noch einmal. Erst die Banane, was für eine tolle Frucht. Die Brombeere mit ihrem süßen Duft. Ein Apfel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wir machen jetzt einen Saft draus. Quiet Juice ist ein Fischmaus. Yeah. Fertig. Lasst es uns mischen. Oh, darf ich? Aber natürlich. Oh, hahaha. Lasst uns probieren. Mmh. Es schmeckt wie Wolkner Fruchtgummi. Und nach einem Regenbogen aus Karamell. Es ist lecker. Es ist fantastisch. Ich bin so aufgeregt. Ich muss weinen. Mmh. Magic Tears Jelly. Oh, wir weinen sogar Jellies. So cool. Wirklich cool. Nein, Jellies in der Leckereifabrik. Aber warum? Die sind super süß. Super süß? Die Jellies sind super frech. Deshalb dürfen sie eigentlich nicht in die Leckereifabrik. Hm. Weg da, weg da. Hab ich dich. Hey, komm zurück. Nein, lass die Frucht liegen. Gib sie mir zurück. Um Himmels Willen, komm zurück. Ich hab's. Nana, Ella, holt den Gelatinewerfer. Ja. Und los. Yay. Es funktioniert. Oh, nee. Yeah. Puh, das hätte schlimmer ausgehen können. Jetzt müssen wir sie wieder befreien. Los, kommt schon, Babys. Schieb, schieben. Los. Nein, tut das nicht. Nein, aufhören. Nicht die Jellies. Halt. Ey. Da lang. Komm zurück. Au. Ihr kommt nicht davon. Lass das! Hey! Die laufen ins Tal! Nein! Nicht da entlang! Oh nein! Was ist los? Was ist passiert? Wir haben ein Problem! Oh nein! Cry babies, cry babies, magic tears.
Jellies in der Leckereifabrik. Sie laufen ins Tal. Nein, nicht da entlang. Oh nein. Was ist los? Was ist passiert? Wir haben ein Problem. Die Jellies, fangt sie alle. Nein, halt stopp. Bleibt hier. Nein, sie nehmen Fancy's Buggy. Wir müssen sie einfangen, aber schnell. Oh nein, eine Katastrophe. Kommt her. Nein, nein. Böse Jellies. Hey, kommt, kommt her. Perfekt. Nein! Stopp! Jellies, komm her! Toller Trick, aber du musst dir mehr Mühe geben. Bis später. La 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 la. Ha? Hanna. Hey, was macht ihr da? Nein, das gehört mir. Vorsicht, meine Jonglierbälle. Komm wieder her. Mein Mikro. Sie haben unsere Sachen! Tut uns leid. Das sind unsere Tränen. Sie sind lebendig und von der Tutti-Frutti-Bucht abgehauen. Tränen? Was? Weint nicht. Wir holen das Spielzeug zurück. Lasst uns die Jellies wieder einfangen. Mama mia. Au! Oh Mann, die sind echt glitschig. Irgendwie müssen wir sie doch kriegen. Aber wie? Ich hab's. Wenn die Gelatine in der Leckereifabrik funktioniert hat, finden wir vielleicht etwas Ähnliches. Saschas Popel? Nein, Connys Gilet. Ja! Yeah! Mehr Zucker. Und Saft. Ein bisschen mehr. Ich glaube, es ist fertig. Glaubst du, es ist klebrig genug? Ich denke schon. Auf geht's, Babys! Klebeattacke! Sie entkommen! Schneller! Oh nein, das funktioniert nicht. Oh oh, das sieht nicht gut aus, Babys. Versteckt euch! Sie sind außer Kontrolle. Was sollen wir tun? Na ja, jetzt beruhigen sie sich sicher. Ernsthaft? Ihr holt jetzt eure Schnuller raus? Was zum... Oh wow, du bist ja wie ein Staubsauger. Ich hab's. Staubsaugerattacke! Es funktioniert! Weiter so, Lizzie. Du schaffst das! Alle Jellies im Beutel! Ja, toll! Für euch, es tut uns leid. Wir wussten nicht, dass die Jellies so frech sind. Danke, Babys! Hey, was sollen wir mit ihnen machen? Alles, nur nicht wieder freilassen. Und wenn wir sie einfrieren? Nein, die Armen. Sie gehören zur Tutti-Frutti-Bucht. Wir müssen zurück. Ja, ich vermisse den Duft von Erdbeeren. Also, wir sind wieder zurück. Und was nun? Wir müssen sie freilassen. Niemals. Ich werde ihnen nicht durch die gesamte Bucht hinterherlaufen. Ich glaube, sie haben gelernt, sich zu benehmen. Habe ich recht? Leg los. Lass sie gehen. Sieh mal, an dem Baum wachsen Halsketten. Und Cupcakes an dem da. Unsere Lieblingsdinge kommen von unseren Jellies. Ich liebe diesen Baum. Kann ich davon drei in meinen Garten pflanzen? Orangengeschmack. Ich liebe die Tutti Frutti Bucht. Wow. Sogar mit den Jellies. Crying babies, crying babies, magic tears.
die Früchte schlecht werden. Das riecht nach alten Socken. Aua! Das tut weh. Alles in Ordnung? Alles okay, aber mein Hintern tut weh. Magic Tears Jelly! Das sah lustig aus, aber du hättest dich echt doll verletzen können. Naja, da weiß wohl jemand nicht, dass dich auf den Kompost gehören. Ich habe da so eine Ahnung. Schau mal, da sind noch mehr. Lass uns der Spur folgen. Ja, noch mehr Bananenschalen. Viel mehr. Aua! Ich wusste es. Du bist der bananenessende Schalenwegwerfer. Esser? Wegwerfer? Was? Ich heiße Nana. Das weißt du doch, Pia. Ich bin gestürzt und das ist deine Schuld. Du musst aufpassen, sonst verursachst du noch mehr Unfälle. Entschuldige, wenn ich eine Banane habe, vergesse ich einfach alles um mich herum, weil es so lecker ist. Nana, du kannst das nicht so ignorieren. Wir müssen die Tutti Frutti Bucht sauber halten. Aber findest du das so nicht viel schöner? Die Jellies scheinen es zu mögen. Okay, Babys, ich esse dann mal meinen Snack. Kann das wahr sein? Die Tutti Frutti Bucht ist mein Zeuge. Ich werde nicht zulassen, dass auch nur ein weiterer Unfall durch eine Bananenschale passiert. Autsch! Lecker! Und ein Eiscreme. Oh ja, Bananeneiscreme. Ich krieg sie. Ah. Oh, Bananensaft. Lecker. So lecker. Hier, Tina, probier mal. Was? Hi, Babys. Ich habe genug von den ganzen Schalen. Ist sie nur Bananen? Keinen Ärger mehr. Ein Blick in die Zukunft, nur ganz kurz. Nana lernt ihre Lektion ohne Sturz. Und wann ist die Zukunft? Die Gegenwart macht mich nämlich echt fertig. Die Zukunft ist schon da und sie birgt große Gefahr. Nana, nicht! Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass die Schalen auf den Kompost gehören. Oh, hab ich vergessen. Hast du nicht dran gedacht, dass jemand ausrutschen kann? Du übertreibst doch. Ah, Hilfe, ich kann nicht sehen. Oh, hä? Ah. Ich glaube, sie stellt einen neuen Weltrekord auf. Vielleicht sollten wir ihr helfen. Nein, sie muss ihre Lektion lernen. Hi, Wolke, wie geht's? Ist das ein Vogel oder ein Flugzeug? Das ist Nana. Oh, ups. Entschuldige. Vorsicht, ich treffe dich. Ich glaube, sie hat ihre Lektion gelernt. Sehr gut. Ich helfe ihr sofort. Wow. Oh! Ah! Die Eiscreme ist auch rutschig. Gerettet! Sorry, Pia. Ich werde nie wieder Bananenschalen liegen lassen. Da werde ich mich jetzt sicher dran erinnern. Das ist gefährlich. Schau, Pia. Du wirst dich wundern. Ich bin so oft auf den Schalen ausgerutscht, dass ich jetzt eine Profi-Skaterin bin. Wow, wie stilvoll, Tina. Hanna, hoch die Beine. Der beste Bananenschalenskater bekommt einen Preis. Diese kleinen Bananen. Und wenn ihr fertig seid, wisst ihr, wohin die Schalen kommen. In den Komposteimer. Crying babies,
lasst es regnen. Du bist spät dran. Guten Morgen. Reinigung erledigt. Es riecht so gut. Jetzt kann ich anfangen. Sie hat mich mal nachgeschaut, was passiert ist. Vielleicht kann ich ja helfen. Wie seltsam. Es zeigt an, dass keine Früchte mehr da sind. Wusstest du es noch nicht? Doch, natürlich. Was denn? Es gibt keine Früchte mehr in der Fabrik, weil es so lange nicht mehr geregnet hat und die Bäume austrocknen. Was? Wir müssen jetzt sofort ein Notfalltreffen einberufen. Mal sehen. Ich möchte nicht vergessen, das zu sagen. Ich schlage vor, wir bilden ein Team, um herauszufinden, aus welchem Grund es nicht mehr regnet. Tolle Rede! Bravo! Wir müssen der Dürre ein Ende setzen. Ansonsten gibt es nie mehr Saft in der Tutti-Frutti-Bucht. Wir müssen etwas tun. Sofort! Wir können nicht länger warten. Ich denke... Etwas tun! Der Regentanz ist wirklich super fabelhaft. Rein logisch wird das nicht funktionieren. Ein Tanz lässt es nicht regnen. Was? Ich verstehe dich nicht. Genau so. Sehr gut. Au! Geht's euch gut? Seht mal, da. Wir haben eine Wolke gerufen. Wie ist das denn möglich? Juhu. Hä? Wir haben schon mal die Wolke. Auch wenn es jetzt noch nicht regnet. Und jetzt müssen wir nur noch etwas Niespulver auf die Wolke werfen, damit sie niest. Sehr gute Idee. Die Kanone ist bereit für eine Ladung Niespulver. Und los geht der Countdown. 10, 9, Niespulver? 8, aber das geht doch gar 7, nicht. 6, 5. Warte. 4. Hä? Autsch. Oh. Kommt schon, Babys. Wir versuchen es weiter. Und jetzt erzählt Lala eine super traurige Geschichte, damit die Wolken anfangen zu weinen. Es regnet nicht. Es regnet nicht. Hey, kommt da runter. Gib das zurück. Dort ist es. Sie weinen vor Lachen. Die Wolken könnten auch weinen vor Lachen. Hey! Während sie lachen, trocknet die Tutti Frutti Buch komplett aus. Es funktioniert nicht. Natürlich. Es war klar, dass es nicht funktioniert. Warum hast du das nicht früher gesagt? Ich wollte ja. Aber ihr wart so aufgeregt, dass ich keine Chance hatte, etwas zu sagen. Gut, wir hören dir jetzt zu. Da sind Wolken am Himmel. Aber sie werden nicht wirklich dunkel oder bewegen sich auf die Felder zu. Natürlich, weil es keinen Wind gibt. Sie brauchen den Wind, damit sie über den See wehen. Dann kann das Wasser verdampfen und die Wolken aufladen, sodass es über die Felder regnen kann. Und womit können wir den Wind machen? Nun... Ich hab's! Wir benutzen die Windmühle der Leckereifabrik als Ventilator. Ja, wir könnten einen Motor anbauen. Das ist es! Dann hat sie noch mehr Kraft. Ich glaube, das wird funktionieren. Wir müssen den Knopf drücken, damit sich die Windmühle schneller dreht. Mel, ich denke, du solltest das tun. Du hast hart dafür gearbeitet. Nimm das, Regen! Yeah! Geschafft! Super! Juhu! Ah.
das Tutti Frutti Festessen. Kannst du mir den Zucker geben? Na klar. Connys Konditorwagen hat alles. Nana, du hast mir den Salzstreuer gegeben. Salziger Obstkuchen. Wie schlimm. Stell dir mal vor, wie viel Spaß es erst machen muss, für viele Gäste zu kochen. Wie wär's, wenn wir die Babys vom Fantasy Mountain einladen? Und die aus dem Schnullertal. Ich möchte der Koch sein. Nicht fair. Aber dann will ich kellnern. Frutti Kochteam. Die Post ist da. Was das wohl ist? Ein Brief. Wie aufregend. Ihr seid alle zum großen Festessen in der Tutti Frutti Bucht eingeladen. Yeah, so viel zu essen. Hi, Nana. Wir bringen noch mehr Früchte aus der Leckereifabrik. Danke. Ich werde gewinnen. Ja. Autsch. Bin okay. Willkommen. Lasst uns anfangen. Hier kommt die Vorspeise. Lecker. Das ist der beste Obstsalat, den ich je gegessen habe. Foxy, nimm deine Finger aus meinem Essen. Sie hat sich die Hände nicht gewaschen. Das möchte ich jetzt nicht mehr. Keine Sorge, ich bringe dir sofort eine neue Portion. Für mich auch. Foxy hat Griffos Obstsalat gegessen. Du musst schnell einen neuen machen. Ich habe nur zwei Hände. Aber der Kunde ist immer König. Wenn ich Koch wäre, würde ich das besser machen. Was? Danke. Hier sind zwei Obstsalate. Wäre ich eine Kellnerin, würde ich das besser machen. Wirklich? Gut. Dann bist du jetzt die Kellnerin und ich bin der Koch. Kellnerin, ich möchte kein Obst mehr. Bring mir jetzt Cupcakes. Wir haben keine Cupcakes. Kein guter Service. Ich hab's. Dreamy, verwandle doch ihr Obst einfach in Eiscreme. Wow. So gesehen, hätte ich doch lieber den Obstsalat. Ich sag dem Koch Bescheid. Ha, Kleiner, ich esse sie nur, wenn sie ganz genau 2 Zentimeter groß sind. Und mit Ketchup. Ketchup auf dem Obst? Und ein bisschen hiervon. Und von dem hier. Ihr macht mich wahnsinnig. Arme Angie. Dieses Eis wäre besser mit ein paar Schokostreuseln. Aber wir haben keine Schokostreusel. Ich habe welche zu Hause. Willst du, dass ich ins Fläschchental laufe? Danke. Besser. Aber es könnte ein bisschen Sahne vertragen. Wir haben keine Sahne. Ich habe welche, aber zu Hause. Natürlich bei dir zu Hause, klar. Ich mag es. Aber weißt du, was fehlt? Eine knusprige Waffel. Wir haben keine Waffeln. Ich werde sie definitiv nicht von dir zu Hause holen. Kellnerin, wann bekomme ich meinen Nachtisch? Es wird wirklich Zeit. Wir haben Hunger, Hunger. Arme Nana. Wir haben Hunger. Es ist echt anstrengend, eine Kellnerin zu sein. Und Koch sein auch. Ich würde gerne eine Dankesrede. Hey! Viel Spaß gemacht zu kochen, als wir zwei alleine waren. Das kann nur auf eine Weise beendet werden. Frutti Kochteam, stopp! Rede nicht mit vollem Mund. Benutze doch bitte die Serviette. Nimm die Ellenbogen vom Tisch. Geh und wasch dir die Hände. So mag ich das. Und nicht mit dem Essen spielen. Wir haben übertrieben. Entschuldige bitte, dass wir so frech waren. Zur Entschuldigung machen wir ein Festessen für euch. Es wird die reinste Gaumenfreude sein. Hier fehlt ein kleines bisschen Zucker. Honig ist gesünder. Wir haben keinen Honig. Es gab welchen bei Conny zu Hause.
Früchtedieb. Nein, nein, die sich hier auch nicht. Nein, nein, nein. Es ist echt schwer, die richtigen Früchte für die allerbeste Eistorte der Welt zu finden. Nana, gutes Timing. Deine Bananen werden ein Teil der besten Eistorte auf der ganzen Welt. Das wird so fruchtastisch. Vielen Dank, das ist eine echte Ehre für mich. Magic Tears Jelly! Warte noch bis morgen. Tropical. Ja! Hopp. Früchte ausgeliefert. Banner, Banner, wo bist du, Banner? Lasst uns endlich backen. Wo sind die Bananen? Ich weiß es nicht und ich kann Banner auch nicht finden. Wie meinst du das? Hast du die Bananen verloren? Ich habe sie nicht verloren. Ich habe daneben geschlafen und ich weiß nicht, wo Banner ist. Also war es Banner. Sie wollte nicht mit uns teilen. Oh nein, Banner ist ein Fruchti von der Tutti-Frutti-Bucht. Meine Erdbeeren. Meine Melonen. Meine schönen Orangen. Nein, Banner würde so etwas nicht tun. Das war's mit der Eistorte. Keine Sorge, wir schaffen es noch. Wir müssen nur Banner finden. Und wie sollen wir Banner finden? Glaubt ihr wirklich, dass es Banner war? Psst, wir müssen uns konzentrieren. Vielleicht ist sie in Gefahr. Banner! Eine Spur. Seht mal, hier ist auch noch eine. Das ist die Schale von einer Banane. Schnell, den Spuren hinterher. Guckt mal, da drüben ist noch eine. Hier ist schon wieder eine. Banner, Banner. Psst. Ein sehr gutes Versteck, oder? Banner wird meine Erdbeeren hier nicht finden. Früchte ausgeliefert. Macht keinen Laut. Banner kann jeden Moment auftauchen. Banner war es nicht. Banner ist eine Diebin. Und wir fangen sie, um es dir zu beweisen. Ah, das ist der Dieb. Nimm das. Dreamy, du bist dran. Was zum Teufel macht ihr denn hier? Da, meine Früchte. Banner war es also nicht. Was für eine Erleichterung. Gelato. Aber wo ist Banner? Hör mit der Banane, ihr kleinen Diebe! Oh nein! Jellies dürfen nicht in die Fabrik. Das ist verboten! Banner! Banner, entschuldige. Wir dachten, du bist der Früchtedieb. Kannst du uns verzeihen? Sie verzeiht es euch. Jetzt könnt ihr endlich die Eistorte machen. Wenn Banner sie nicht vorher isst. Ja.
Seerettungsaktion. Es riecht so gut. Das Wasser im See ist perfekt, um Parfüm zu machen. Wird es lange dauern? Überhaupt nicht. Ich fülle nur etwas Wasser in mein Glas und das war's. Nicht dieses. Das auch nicht. Oh, wir werden nie fertig. Mein Glas! Du wirst es zurückbekommen. Das wird ewig dauern. Die Sonne zu beobachten ist so spannend. Sie scheint immer weiter. Notieren. Oh, was ist das? Kannst du das sehen? Wir haben endlich etwas zu tun. Oh nein, sie laufen weg. Gott sei Dank habe ich die Lösung. Ha, ich wusste es. Es ist in der Mitte des Sees. Foxy, mal ein Boot und benutze deine Kräfte. Ja! Jetzt können wir uns das Glas zurückholen. Wow, tolle Idee. Mel, was ist los? Glaubst du nicht, dass das eine gute Idee ist? Na ja. Nein, sie hält das für keine gute Idee. Das Glas ist zu weit weg und das Boot sieht nicht so sicher aus. Sie hat recht. Wisst ihr, wie man seine Ängste überwindet? Lass uns das Glas holen. Ihr werdet sehen, dass nichts passiert. Aber ich kann doch nicht schwimmen. Keine Sorge, du musst nicht schwimmen. Nur paddeln. Warum muss ich das machen? Oh, ich sinke. Das Glas. Jetzt kann ich zurückpaddeln. Wo ist das andere Paddel? Nur eins? Hallo, Hilfe! Ich sitze fest. Mel ruft nach uns. Sie ist zu weit weg. Ich kann ihre Gedanken nicht lesen. Entspannt euch mal. Sie sagt doch nur, dass sie das Glas hat, oder? Ich glaube, es ist nicht nur das. Mal sehen. Warum rudert sie im Kreis? Vielleicht, weil ich nur ein Paddel gemalt habe? Oh nein, so kommt sie nicht zurück und muss für immer auf dem See bleiben. Und das ist meine Schuld. Denk nach, denk. Ich habe eine Idee. Foxy, mal ein Seil. Ups, ich weiß es. Eine riesige Angel. Bist du dir sicher? Ja. Oh. Ah. Nein, denk nicht mal dran. Denk nach, Ella. Los. Ich hab's. Ich habe noch eine Idee. Wir müssen den See austrinken. Ich fühle mich gar nicht gut. Mein Bauch. Los, wir haben es fast geschafft. Nur noch ein paar tausend Millionen Liter Saft übrig. Das schaffen wir nicht. Mal sehen. Oh, Idee. Nein, das klappt nicht. Wie wäre es? Hm? Nein. Hm. Nein, nein, nein. Nein, mir fällt einfach nichts ein. Es tut mir leid, Mel. Entschuldige bitte, dass ich so stur war. Was? Das ist es. Wir können einen Weg legen. Auf geht's, Babys. Los geht's. Nutzt die Früchte, um ans Ufer zu kommen. Was? Sie erwartet nicht, dass ich über die Früchte ans Ufer laufe, oder? Du schaffst das! Ha! Ja! Ja! Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ella, ich glaube, jetzt habe ich keine Angst mehr. Übrigens, Lady, schau mir, was ich hier habe. Die perfekte Frucht für ein Parfüm. Juhu, mal sehen. Oh ja, darf ich? Ich auch. Darf ich mal? Hey, ihr habt alles ausgetrunken. Wer holt jetzt Neues? Hallo? Crying babies, crying babies.
Gelee-Stufe. Perfekt. Fruchtsäure? Okay. Willkommen zum großen Erntefest. Wow, was für eine Party. Angie wird zunächst ein Gedicht für alle Tutti Frutti vortragen. Die Pfirsiche reifen, die Grapefruit gedeiht, die leckeren Äpfel und Himbeeren sind für den herrlichen Fruchtsaft bereit. Lasst ihn uns trinken. Toll, Angie. Ich habe die ganze Woche an diesem Gedicht gearbeitet. Magic Tears Jelly! Lasst uns die Babys aus dem Tal willkommen heißen, die dieses tolle Wandgemälde für die Tutti Frutti Bär gemalt haben. Wir haben es mit zerquetschten Früchten gemalt. Deswegen ist es jetzt so bunt. Applaus für die Babys aus dem Tal! Hip, 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 Fantasy! Und jetzt seid gespannt auf die Fantasies! Lasst die Party beginnen! Ein Erdbeergruß, Mango-Pfirsich-Mousse, ein Obstregenbogen, ein schmackhafter Kuss. Oh, ich tanze zu dem Beat, beweg mich immer schneller zu dem Erntelied. Muss immer weiter tanzen, meine Füße drehen durch, meine kleine Hüfte dreht sich im Kreis. Muss immer weiter tanzen, meine Füße drehen durch, meine kleine Hüfte dreht sich im Kreis. Lasst uns tanzen! Wuhu! Und jetzt alle! Oh oh! Wegen des schlechten Wetters müssen wir die Party leider abbrechen und sie auf die nächste Woche verschieben. Sehr gut. Noch eine Nacht ohne Überraschungen. Muss immer weiter tanzen, meine Füße drehen. Wow, so startet man gut in den Tag. Bis später, Babys. Sieht so aus, als hätten alle Spaß gehabt. Hm? Aber kümmert sich denn niemand um die Früchte? Wir können nicht aufhören zu tanzen. Das Konzert wurde wegen des Sturms abgesagt. Und seitdem bekommen wir dieses Lied nicht mehr aus dem Kopf. Und wer soll die Früchte ernten? Wir müssen eine Lösung finden. Wo sind die Fantasies nur? Heute Abend ist das Konzert. Pi, wir müssen einen Weg finden, wie sie dieses Lied aus ihren Köpfen bekommen. Oh, wie wäre es, wenn mir noch ein besseres Lied einfällt? Pi, bring mir meine Gitarre. Ich habe da eine Idee. Oh oh. Niemand hat diese Woche auch nur eine einzige Frucht geerntet. Das ist der Fluch des unterbrochenen Liedes. Der schwere Sturm unterbrach dieses schöne Lied. Und daher müssen die armen Babys jetzt tanzen, bis man die Sonne endlich untergehen sieht. Meinst du, dass sie dieses Lied nicht mehr aus ihren Köpfen bekommen? Bis sie es zu Ende gehört haben? Ich fürchte, so wird es sein. Fällt uns eine Lösung ein? Wir werden das Lied heute Abend noch einmal singen. Und dieses Mal bis zum Schluss. Genau! Und dann können wir wieder Früchte ernten. Hip, hip, Fantasy! Und jetzt lasst uns noch mal tanzen. Lasst uns tanzen, Babys. Jihi! Meine kleine Hüfte kann endlich wieder ruhen. Das war's. Fertig. Wann bleibt ihr endlich wieder stehen? Das kann doch so nicht weitergehen. Oh. Das einzige Lied, an das ich denken kann, das ist ein Lied namens Fruity Rock. Rock, rock, Fruity Rock. Rock, rock, Fruity Rock. Vergiss den verrückten Song und fühl den Rhythmus des Tutti Frutti Rock. Gut, wie es aussieht, sind sie diesen hartnäckigen Ohrwurm endlich los. Ja, wir haben es geschafft. Das war ein toller Abend. Tschüss, Pia. Bis bald. Rock'n'Roll. Na, na. Habt ihr jetzt etwa von diesem Lied einen Ohrwurm? Nein, das war nur ein Scherz. Oh, ihr seid echt lustig. Cry babies, magic tears. Die Welt voller Freundschaft und
zur Tutti Frutti Bucht, Teil 1. Diese Cupcakes werden super lecker. Uff, mir ist warm. Oh, bist du krank? So wirst du nicht in den Urlaub fahren können. Natürlich kann ich. Mir ist einfach nur warm. Der Ofen heizt wie verrückt. Das stimmt. Du bist so gesund wie eine Erdbeere. Naja, ich habe ja noch keine Urlaubspläne. Du kannst mit mir zur Fantasy-Welt. Gibst du mir die Erdbeeren? Die waren sehr lecker. Ah, hast du etwa 10 Kilo Erdbeeren gegessen? Sorry. Cutie, bitte geh mir mehr Erdbeeren aus dem Wald holen. Ich mach den Ofen lieber für eine Weile aus. Die sind riesig. Und köstlich. Das sind die Früchte, die die Fantasies essen. Meine Kuchen werden die besten der ganzen Welt sein. Das riecht ja super. Ich muss probieren. Wendy, wen hast du mitgebracht? Das ist meine Cousine Lizzie. Sie wird ein bisschen Zeit mit uns verbringen. Na ja, ihr habt aber Glück. Ich habe Kuchen gebacken. Willkommen. Hier, einen für jeden. Die sind super lecker. Weil ich besondere Erdbeeren verwendet habe. Wie die, die die Fantasies essen. Das macht Sinn. Besondere Erdbeeren? Die habe ich noch nie gesehen. Ich will noch mehr davon haben. Und ich. Und ich. Ich auch. Ich bleibe. Ich habe noch was vor. Ich komme mit, aber nur eine Weile. Ich muss in den Urlaub zur Fantasy-Welt. Komm mit, Lizzie. Sind wir schon da? Hier riecht's nach Erdbeeren. Und Melonen. Wow. Und nach Orange. Hier ist es traumhaft. Wow. Wow. Ein echtes Paradies. Wow. Oh, pass auf, Lady. Hier riecht alles so wundervoll fruchtig. Wow. Und nach Marmelade. Eine neue Welt. Das ist super. Wow. Eine Riesenbanane. Ein Snack. Die beste Banane im Universum. Abgefahren. Es schmeckt noch besser, als es riecht. Früchte könnte ich wirklich immer essen. Der beste Urlaub jemals. Oh, ich wollte eigentlich mit Jessie gehen. Was sie wohl macht. Sie hat uns wohl vergessen. Ich werde wohl nie lernen, wie man Brezeln selbst machen kann. Jessie hat bestimmt viel Spaß. Noch 5 Minuten. Seid ihr Freunde oder Feinde? Aloha. Die sind süß und riechen nach Obst. Hui. Wo bringt ihr uns hin? Wartet! Oh, oh, Lady! Wir müssen es den anderen erzählen und die Babys vor den Monstern retten. Wo haben sie uns hingebracht? Ihr habt die ganze Ernte gegessen. Oh oh. Cry Babies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und magischer Hand.
die Früchte, die die Fantasies essen. Ich will noch mehr davon haben. Wow! Wo haben die uns hingebracht? Ihr habt die ganze Ernte gegessen. Oh oh. Willkommen in der Tutti Frutti Bucht. Auf zur Tutti Frutti Bucht, Teil 2. Ah, von euch möchte ich ein Foto machen. Hilfe! Sie haben die Babys. Lady, was ist passiert? Wir haben gigantische Früchte gegessen, die super lecker gerochen haben. Und plötzlich tauchten kleine bunte Monster auf. Die haben eine komische Sprache gesprochen und... Riesige Früchte? Bunte Monster? Komische Sprache? Ich werde die Babys retten. Das GPS ist an. Ja, ich helfe euch. Yes. Wir kamen zu einem Marmeladenglas und es roch alles so gut. Oh, es riecht so gut. Hashtag Früchte riechen so gut. Wow. Nicht bewegen. Die kleinen Monster könnten überall sein. Wir müssen hier entlang. Nein, nein, nein. Hier entlang. Oh. Wow. Was war das? Da sind sie. Komische Babys lassen sie die Früchte tragen. So ein leckerer Orangensaft. Erdbeeren. Nein, nein, nein. Nimm die da. Hier ist sie. Den Babys geht's gar nicht gut. Die geben ihnen Befehle. Wir müssen sie retten. Und wenn sie uns schnappen? Ich hab's. Wir verkleiden uns. Kann mein Parfüm bei all den duftenden Früchten gar nicht riechen. Schaut mal, ich habe mein Kostüm. Dein Kostüm ist toll. Es riecht wundervoll. Grim hat eine Spur gefunden. Mit diesem Knopf kontrolliere ich die Leckereifabrik und mache 100 Grapefruit-Fruchtgummis. Oh nein, ich habe sie auf 1 Million eingestellt. Wir müssen wohl alle essen. Ey, wer bist du? Warum steht hier ein Spiegel? Ah! Ich hab's gewusst. Es gibt noch mehr Babys. Wir sind am Ende. Keine Angst. Wir sind unsere Freunde. Wir dachten, ihr wurdet entführt. Es ist so toll, dass wir alle zusammen sind. Was für eine tolle Träne. Magic Tears Jelly! Die leben. Vorsicht. Keine Angst. Sie sind ein bisschen frech, aber nicht gefährlich. Die Jellies sind das Fundament unserer Welt. Ohne sie wären unsere Früchte nicht so groß und saftig. Wow. Sie wollen uns die Tutti Frutti Bucht zeigen. Wir pressen die Früchte in unserer Leckereifabrik und von da aus gelangen sie in den See. Und der Saft hat unterschiedliche Farben, je nachdem, von welcher Frucht er kommt. Und das ist unsere Leckereifabrik. Das ist das Mischbecken. Toller Rhythmus. Hey, das sind echt schöne Formen. Ich liebe sie. Hi, ich bin Angie. Hier drüben könnt ihr Smoothies und Milchshakes trinken. Habt ihr auch Banane mit Melone und Orange? Natürlich. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch mischen. Auf die Tutti Frutti Bucht. Ich hab's gewusst. Es ist so lecker. Das ist wirklich der allerbeste Urlaub meines Lebens. Hier bist du. Du kennst die Tutti Frutti Bucht schon? Ja, wir kennen alle Ecken der Welt. Und dank des Fernglases können wir sie bewachen und beschützen. Also gibt es noch mehr coole Orte wie den hier? Natürlich. Und jeder von ihnen hat seine eigene Magic Tier. Cool. Kannst du sie uns zeigen? Es ist besser, wenn ihr sie Stück für Stück entdeckt. Und außerdem möchte ich vorher gerne noch lernen, wie man Brezeln selber macht.